Mensch, Thomas, was für eine Maske? Ja, Mensch, Alex, geht schon los. Die neue Show, Herzog und Wagner, haben Nürnberg im Blick. Liebe Leute, nach dem Intro geht's los. Da erzählen wir euch ein bisschen irgendwas. Und jetzt Intro ab, bis gleich. Alexander, grüß dich. Heute sind wir in der Show mittlerweile schon. Genau, nach unserem fulminanten Jahresrückblick 2021. Ja, ne? Ist schon wieder ein Monat vorbei. So schnell, so schnell geht's da. Ja. Was hast du so erlebt im letzten Zeit? Naja, was haben wir erlebt? Ne? Was machen wir momentan? Wie sieht's aus? Na, viel unterwegs sind wir nicht leider. Ne? Nee, ich bin ein bisschen traurig, weil so wenig los ist. Aber man hört immer, aber weißt du was? Es ist schon was los, finde ich. Ne? Ich schaue jetzt hier den Tag Fernsehen. Machst du das gleiche wie ich? RTL. War das dein Neujahresvorsatz? Oder? Das habe ich mir eigentlich gar nicht so vorgenommen, aber du hast mich ja draufgebracht. Du hast ja gesagt, da ist ein Nürnberger dabei. Wir haben noch gemutmaßt, ne? Wir sein können. Haben wir noch geschaut, aber das ist ja wirklich Tatsache. Peter Eishof ist im Dschungelcamp. Peter? Wir haben dich auch im Blick, wir beobachten das natürlich. Ne? Er macht das aber schon super, ne? Er vertritt Franken ganz gut, ne? Vor allen Dingen auch unseren Dialekt. Unser Dialekt, ja. Unser Nürnberg, ne? Ja. Und seine Karlauer sind ja wirklich da. Ich wäre ja fast von meinem Sofa gefallen. Naja, aber zum Glück. Also das mit dem Vorschuss war schon gut, ne? Ja, also Vorschuss und Abschuss. Ja, ne? Ja. Naja, gut. Er hatte mit seinen Mitarbeitern, ne, hat er so Anlage, ne, so Schießstand, das ist immer ein Vorschuss. Ne? Naja, aber er macht es schon ganz gut. Aber jetzt müssen wir mal unsere Zuschauer alle mal aufrufen. Ruf doch einmal an beim Dschungelcamp für Peter Eishof, dass der demnächst auch mal eine Prüfung machen kann. Genau, wir wollen den Peter Eishof in einer Dschungelprüfung sehen. Egal was, ob das Schlangenessen ist oder irgendwie ein Kakerlakenwälzen oder ach, egal, Hauptsache er macht eine Dschungelprüfung und er vertritt Nürnberg, dass wir Nürnberg ein wenig im Fernsehen haben und vor allem unseren schönen Dialekt. Genau. Ich kann ja auch kein Hochdeutsch, also mit mir wird er sich gut verstehen, der Peter Eishof. Weil ich kann ja gar kein Deutsch, Hochdeutsch in dem Fall kann ich gar nicht. Ja, das schaue ich jetzt in jedem Tag. Wie findest du denn, dass die Sonja Zietlow, die Moderatorin, den Dialekt nachmacht? Ja, das machst du, glaube ich, nicht so gut, ne? Also es ist ja, wenn die Spiele, wenn die Künstler, finde ich. Findest ne? du? Echt? Ich finde das eigentlich ganz witzig. Also, aber weil sie ist halt kein richtiger fränkischer Dialekt, ne? Man ist ja ein unterfränkisch, oder? Das Spiel ist ja ein unterfränkisch. Ja, aber sie kann es zumindest. Sie kann es, sie versucht es zumindest. Sie versucht und der Hanni versucht auch, der kann es nicht. Der kann es nicht, der kann es nicht. Gar nicht, will ich nicht. Aber er kann es nicht. Das wäre spannend. So wie ich vielleicht kein Hessisch kann oder genau. Ja, ich habe auch im Camp versucht, die anderen Teilnehmer haben das mit versucht nachzumachen. Ja. Hat er nicht ganz so geklappt. Er hat versucht, uns ins Butlerspaar beizubringen. Ja, das ist komisch am Herd. Habe ich aber auch schon mit Engländern gemacht, ne? Ja. Habe ich auch schon, den habe ich es beibracht. Das hat eine Woche hat es gedauert, aber das haben sie nicht vergessen. Ja gut, der Peter, der muss ja ein paar Stunden Zeit haben. Genau, ne? Obwohl, die, was machen die dann den ganzen Tag? Feuer machen sie, ne? Feuer? Und streiten. Ach, die streiten ja so viel, ne? Das ist gut. Ich fand und sich schon verlieben, ne? Ja, verlieben. Das ist ja alles, also, das ist ja eigentlich wie ein Bahnleben. Ja. Ne, da ist ja alles dabei. Ne? Der eine muss kochen, der andere muss Essen bringen, der andere macht Linus, der andere muss abspülen. Ja. Dann haben die kein Klopapier, da hat irgendeiner ein Klopapier aufgebracht. Oder haben die nachfüllen? Ne? Also, das geht da haben wir auch so gemacht. Ne? Also das finde ich ja. Also wenn man dann auf dem Klo war, dann kann man zumindest die Rolle auffüllen. Ne? Ja, wenn man ja weiß, dass man nicht alleine das Klo nutzt. Ne? Hast du das gehört von dem Harald Glöckner, von dem Pompös? Vom Pompös? Ja, der hat ja gesagt, also er, die Anuschka Renzel und die Tina Ruland, weil sie Manda gesehen haben, das wäre ein Staat. Ja. Und die anderen, ja, die kennt man halt gar nicht. Ne? Das sind so Social Media Menschen und das sind eigentlich gar keine Stars. Er wundert sich eigentlich, warum die überhaupt eine Gage kriegen. Also normal müsste er viel mehr tun, weil er ja der Star ist, der pompös. Also ist er so ein großer Star? Also auch man kennt halt, natürlich kennt man. Ne? Aber weltweit auch nicht, aber in Deutschland auch. Deutschland kennt man, aber das ist ja so, ich weiß nicht, in dem. Im Dschungelcamp sind das jetzt die Super-Mega-Stars. Sind ja, Super-Mega-Stars, ne? Aber ja. Ich finde aber, wie niemand zum Eintreten. Er macht es, glaube ich, auch ganz gut, finde ich. Ja. Ne? Hält sich übrigens so fast aus allen raus, außer wenn es um die Anuschka Renzi geht. Das ist ja nicht so seine Freundin. Ja, die kennen aber sich schon lange. 20 oder 30 Jahre lang. Aber ansonsten, finde ich, macht er das ganz gut. Ja. Lässt alles so auf sich zukommen. Ist es dein Favorit? Ist mein Favorit, ja. Echt? Ja. Echt? Ich glaube schon, dass der das macht. Ja. Freuen würde ich mich natürlich. Wenn der Peter Eishof die Krone nach Nürnberg holt, ja. Ne, dann hat er zwei Krönchen, ne? Den Ernst. Achso, gerade den Stadthalter, weil es ein Stadthalter. Und den Peter Eishof. Ja, ich muss jetzt überlegen, was haben wir noch für einen König? Weil es gibt ja eigentlich.
Ja, mit zwei Königen haben wir da, ne? Ja, es gibt eigentlich nur einen Wagner und einen Herzog. Und einen Herzog haben wir auch in der. Ja, und einen Wagner, ne? Das ist ja auch viel, ne? Bist du verwandt mit dem großen Komponisten? Na, ich glaube es nicht. Dann würde ich obwohl, der kommt ja aus Sachsen. Eigentlich müsstest du ja du mit ihm verwandt sein, ne? Ich bin Wagner. Ja, weil du ja so schön singst. Achso. Ja, das stimmt. Ich muss ein Herzog halten und du Wagner. Das ist auch, es gibt sogar Rolle, die Herzog. Ne? Wir haben ja auch, also Herzog ist schon gut vertreten, auch in Nürnberg, ne? Ja. Gibt auch ja. Mal ein Brautmodengeschäft. Stimmt, hat aber nichts mit meiner Familie zu tun. Na? Aber jetzt gucken wir mal wieder zu was anderes. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben noch gar keine so richtigen Werbepartner, ne? Ja, richtig. Haben wir eigentlich einen Schnaps heute? Also, ich meine, auf das, ne, wie wenn du das Dschungelcamp anschaust, also manchmal braucht man dann schon Schnaps. Ja, wir schauen mal, ob wir Becher da haben. Also, ich glaube, ich habe. Wir haben zwei Becher da. Schau, was ich gefunden habe. Ja, also, das ist ja nicht nur beim letzten Mal. Manches ist schon angetrunken, oder? Manches können wir nur trinken. Ja, das ist ja Schnaps, das ist so viel Alkohol drin. Aber das riecht ja. Das riecht doch gut, ja. Mach nicht zu viel, ne? Have fun, ne? Wir haben da bloß zwei Becher. Der Kameramann, der Harry, der kriegt dann auf der Flaschenlänge. Ja. Ja, wenn er die Karte von uns vorliegt. Genau. Wenn er es nicht mehr ertragen kann, unser Schmarrn dann. Ne? Also trinken wir mal, auf was trinken wir, ne? Aufs neue Jahr. Aufs neue Jahr. Gut, zum Wohl. Also Prost. Ne? Ach Gott, für dich, der. Ich sag jetzt, ist der stark. Aber, ist gut. Hast du deinen Becher schon weggeschmissen, oder ich was? Ich hab ihn dann beide runter. Also, wenn wir dachten, dann können wir dann gleich nochmal auffüllen. Ja. Aber jetzt wollte ich dir einmal sagen, wir haben ja da so, wir brauchen ja Werbepartner, genau, ne? Genau. Jetzt haben wir uns gedacht, ich habe mir gedacht, und du hast zu mir gesagt, für Gold und Geld machen wir alles. Fast alles. Und jetzt haben wir da einen schönen Krug, aber schaut her, nichts drin. Ebbe, wie man in Norddeutschland sagt, ne? Ja, Ebbe. Und da soll jetzt eine Flut kommen. Lieber Herr Eschenbacher von der Ducherbrauerei. Kennst du den Kai Eschenbacher? Ja, ich kenne den Kai Eschenbacher. Das ist ja der Marketingdirektor von der Ducherbrauerei in Nürnberg. Richtig. Jetzt haben wir gedacht, Mensch, lieber Kai, du hockst auf dem Geld von der Ducherbrauerei. Wenn du uns ein bisschen was gibst, ne, wie gesagt, für Gold und Geld, trinken wir auch das Ducherbier. Ja. Das schiebt man dann da rein und dann trinken wir alles, was abwechselnd aus dem schönen Krug, das gute Ducherbier. Also jetzt sagen wir jetzt einmal, ist noch keine Werbung. Ja, aber wir wollen nicht probieren. Es gibt natürlich auch andere Brauereien, die sich jetzt hier mit Weihnachtsbrauch bei uns fühlen. Also, wenn der Kai Eschenbacher Lust hat, was gibt es denn noch? Oettinger gibt es ja noch. Genau. Das ist ja billig. Und hier Spalt hat auch. Spalterbier gibt es auch. Spalterbier, ne? Ja, Spalt ist ja wie Hopfen. Genau. Das ist ja. Liebe Brauereien, wenn ihr wollt, dass ihr Kulbacher Reichelbräu, ne? Kulbacher, ja. Oder Thomas Goldschalk herkommt. Genau. Auch gut. Ja. Wie gesagt, für Gold und Geld machen wir alles. Ja, genau. Aber natürlich, dann machen wir das. Also, lieber Kai Eschenbacher, schöne Grüße auch nach Hause. Ja, genau. Falls das du grüne das Bier siehst, kann das auch mitzutun. Das ist ja lustig, alles grüne Bier ist ja fort, ne? Ja. Aber es ist dieselbe Brauerei. Ach so. Das ist dieselbe Brauerei, glaube ich. Das, was. Ja. Also, ist alles Tucher, ne? Ja, ist alles Tucher. Alles Tucher. Alles Kai Eschenbacher, der hockt auf die Geldsäcke und auf dem Gold. Soll uns da endlich mal irgendwas geben, ne? Genau. Weil wir brauchen noch irgendwas, wir brauchen noch eine neue Schneidemaschine, also so ein Schneideprogramm für die Videos. Wir schneiden noch mit der Schere. Genau, also sowas. Jetzt haben wir leider kein Filmrolle da. Ja, aber weißt du selber. Normalerweise schneiden wir das dann einfach raus, wenn was nichts geworden ist. Genau, dann schneiden wir mit der Schere raus. Der Harry, der lacht schon da hinten, der kann schon gar nicht mehr. Der kurbelt ja an der Kamera, wenn man aus der Kamera. Genau, der muss gleichzeitig auf dem Fahrrad sitzen, damit wir Strom haben, damit das Licht nicht ausgeht. Dass es uns aufwärts geht. Okay, jetzt haben wir unseren Werbeblock. Was sagst du dazu? In Nürnberg sind 2021 700 Kinder mehr geboren worden. Na, also war nicht der Babyboom. Wisst ihr, was ihr zu Hause gemacht habt während des letzten Jahres? Alles Corona-Babys. Ja, alles Corona-Babys. Naja, aber es ist ja auch schon, ich sage immer, wir brauchen Nachwuchs, ne? Ja, freilich, ja. Aber es war ein paar Jahre bis die. Aber wir brauchen Steuerzahler. Ja, vielleicht zahlen wir dann unsere Rente oder so. Ja, genau. Das ist. Ne? Also das, ich hoffe schon, ja, Herr Söder, das freut den doch, oder? Ja, ich weiß nicht, warum denn Herr Söder? Naja, der muss schön in Bayern machen, ne? In Bayern, damit er ja König bleibt. Aber sind die in Nürnberg 700 mehr oder in Bayern? In Nürnberg. Das finde ich schon viel, ne? Das ist schon ordentlich, ne? Da haben die mal was zu albern gehabt im Krankenhaus, nicht mehr extra, ne? Ja, aber jetzt haben die ganz Corona machen müssen.
Was gar nicht gibt, gibt ja nicht mehr so viele. Früher gab es ja in jedem Krankenhaus eigentlich so eine Geburtenstation. Ja. Das gibt es jetzt auch nicht. In jedem Krankenhaus bestimmt, ne? Gibt es noch was unten? Aber sonst, in Maria gibt es nichts mehr, ne? Gibt's nichts mehr? Nein. Bringen keine Kinder mehr auf die Welt. Na, weil da bin ich geboren worden. Okay. Wo bist du geboren worden? Ach, ja. Alex, wollen wir nicht drüber reden. Das ist ja lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Das weißt du, das machen wir irgendwann noch anders. Das machen wir mal was anders, okay. Ich bin ja eigentlich, was ich bin, ja, eigentlich ein echter Nürnberger, ne? Aber in meinem Ausweis steht der Bamberger. Allmächtig. Aber wie gesagt, aber ich zeige am ersten Tag, wenn ich gar nicht in Nürnberg ist eine lange Geschichte, erzähl mal anders. Ja. Das ist eine eigene Sendung. Aber das ist echt eine eigene Sendung. Und bist du in Nürnberg geboren? Also ich bin in Mother Maria geboren. Du hast ja gerade gesehen, in Mother Maria. Und wo ist unser Kameramann geboren? Genau, warst du eine Hausgeburt, oder? Genau. Genau. Es gibt es ja noch, aber es gibt es nicht mehr, das, oder? Natürlich, das heißt nur jetzt Eggental, weil es sehr angemeint ist. Aber habt ihr eine Geburtenstation, ein Krankenhaus? Nein, ich bin auf dem Sofa zu Hause. Sie ist also doch Hausgeburt, oder? Nein, ja, die Mutter kam vorbei. Ich hab doch raus, ne? Dann sag ich nicht, komm raus, ne? Das passt nicht, muss weiter, Albert. Ja. Also, war das früher, ne? Aber so war das. Mein Papa war auch nach Hausgeburt. Ja, siehst du, Heiler, sie ist ja auch was cool, ne? Ja, das kann man nicht. Bei Nürnberg live. Genau, ne? Ja, also, das musst du erst einmal schaffen. Das musst du erst einmal schaffen, ne? Ja, was gibt's denn noch Neues? Gibt's denn irgendwas über Corona? Hast du ach, okay, ich jetzt wieder. Ich blick überhaupt nicht mehr durch. Also, wenn ihr zu Hause durchblickt, was jetzt noch geht und also ich weiß, dass 2G noch in der Gastronomie, ne, und dass in der Kultur nach wie vor 2G plus gilt, dass jetzt statt 25% 50% ins Theater rein dürfen. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung in einem Restaurant stattfindet und da passen, sagen wir mal, 300 Leute rein, ja, dann müssen, wenn die da nur zum Essen und Trinken sind, dürfen 300 Leute rein. Die natürlich geimpft und genesen sind, ne? Also die mit Test, das geht ja immer noch nicht, zwar also 2G. Jetzt, wenn aber da Veranstaltung ist, also zum Beispiel im Gutmanns am Dutzendeich, ne? Dann müssen 150 Leute raus. Also die, wo gegessen haben, die müssen dann raus? Die müssen dann raus. Und die, wo noch nicht gegessen haben, dürfen sitzen bleiben. Das so ich mich frage nicht, wer entscheidet denn das? Ne? Ja. Also die, wenn da eine Aufführung ist, dürfen nur 150 Leute drin sein. Albern, ne? Also jetzt wird es irgendwann bizarr. Ja, auch wie im Stadion, da sagen sie immer an der freien Luft und hin und her. Ja, du findest aber den Leuten rein, ne? Ja, ich sag mir, der Fähnchen im Wind, Söder, ja, ne? Ja, der hat jetzt gesagt, jetzt ist Omikron. Und das ist so schlimm, ne? Das machen wir jetzt anders, weil wir ja in Bayern sowieso immer streng waren, ne? Machen wir jetzt mal wegen lockerer, machen wir auch die anderen Sachen haben lockerer machen. Eigentlich ja, ne? Weil also, ich finde, Kultur ist ja sehr wichtig für uns. Und das ist sehr, sehr wichtig, ne? Aber selbst mit 50% nach 2 Jahren ohne Geld und dann darfst du die Hälfte reinlassen und wie gesagt, ich muss Leute, die vielleicht schon da sind, des Hauses verweisen, weil das dann ab dem Moment der Kulturveranstaltung ist. Also da brauche ich einen Schnaps. Ja, auf so viel Missbrauch einen Schnaps, das sage ich dir ganz hier gut. Haben wir ja noch keins, trink mal Schnaps. Ja, oh. Schau da her. Das ist nicht wie bei mir, aber heute mal ein Kleider rumliegen. Das fällt gar nicht so auf. Also, lieber Herr Eschenbacher, ne? Falls Sie uns immer noch zuschauen. Ein Papierfitzler, ne? Nicht schlecht. Papierfitzler und vielleicht für Papier, ne? Für die norddeutschen Zuschauer oder nicht-fränkischen Bierdeckel. Ja, heißt das. Und vielleicht den Bock, den extra starke Bier, ne? Weil mit unserem Geschmack halten wir das dann anders aus. Ja, genau. Also, geben Sie den Prost, Thomas. Auf uns. Ich glaube, der frisst sich schon durch den Tisch durch da. Jedenfalls, wenn für alle Nicht-Franken, die zuschauen, wir können auch einmal so fränkische Ausdrücke beibringen, ja? Jetzt habe ich sie rausgebracht, was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, da ist ja wenig zu viel Schatz. Soll ich klopfen? Dann habe ich einen ganz roten Kopf. Na, geht doch. Also ist so gut geschminkt worden, also die Maskenbildnerin hat es gut gemacht. Ja, also ich mache mal Danke, ne, an die Maskenbildnerin. Die sagt mir nicht, auch da ist sie weg. Ja, will man gar nicht genannt genau werden. Aber wir machen das schon. Jedenfalls, was wollte ich hinaus? Das habe ich mich komplett gefragt. Ja, vielleicht in der Leute mal so, die sind nicht fränkisch. Ach genau, das wollte ich sagen, genau. Also zum Beispiel Allmächtner. Na, also ihr könnt uns ruhig einmal schreiben, wenn ihr also nicht Franken seid. Die Franken wissen natürlich, was das heißt.
Was könnte, für was könnte ein Mechtner stehen? Ne? Du weißt ja, es, ich weiß es. Ja. Na, also schreibt uns einfach einmal in die Kommentare rein, ein Mechtner, und versucht es einmal nachzusprechen. Oder wenn ihr wollt, auch irgendwelche kurzen Videos schicken. Ne? Wie ihr wollt, könnt ihr machen. Ja. Ihr blendet euch mal unten hier unten die E-Mail-Adresse von uns ein. Genau. Da könnt ihr uns dann alles schicken, was ihr wollt. Ja, auch sämtliche Anfragen für den Kameramann, für mich und für den Alex. Genau. Also mich kann man buchen, wenn man irgendwie jemanden braucht, wenn wir zum Blöder herreden. Ja. Der Alex kann super singen, das weiß man ja. Gib mir Mühe, ja. Das ist also der beste Tenor. Ja, und der Kameramann, der kann filmen. Genau. Also man kann uns alle drei buchen, dann habt ihr das ganze Paket. Oder wenn er mal sagt, ihr wollt, dass wir bei euch zu Hause auf der Couch sitzen, machen und zur Sendung einmal von euch zu Hause aus dem Wohnzimmer machen. Machen wir Homeoffice. Das machen wir Homeoffice. Machen wir Homeoffice. Also wir sind alle geimpft, genesen, geboostert, ne? Getestet und alles, das muss man ja auch immer sagen. Genau, ne? Das sind alles. Und dann würden wir zu euch kommen, ja, dann würden wir mal so kein Home-Musik machen, sondern ein Home-Video, Home-Story. Genau. Hocken und na, so eine Sendung mal aus ihrem Wohnzimmer. Genau. Das sagt man aus dem Wohnzimmer von der Frau Meier. Genau. Oder von der Frau Huber. Ja. Wie sie wollen. Und kommen wir dann da kostenlos oder kostet das was? Das kommt drauf an, wie viel Tucher. Wir sind der Tucherbrauerei und Sponsor. Genau. Also lieber Herr Elfenbacher, Sie merken schon, Sie sind der Tucher, wird größer, ne? Herr Elfenbacher, der ist jetzt richtig braucht. Der hat jetzt das ja wahrscheinlich daheim und zählt für das Geld, was er uns geben kann. Ja. Und was sagst du eigentlich, Thomas? Wir versuchen natürlich jetzt auch einmal eine gute Stimmung zu verbreiten. Ne? Aber ja, was sagst du, dass der Fasching wieder abgesagt worden ist? Ach, nee, das tut mir schon wegen weh, ne? Ja. Bist du ein Faschings-Fan? Nein, ich bin eigentlich kein so Faschings-Fan, aber ja, ich schaue mir schon gerne die Faschings-Sendungen an. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das Fasnacht in Franken da im Bayerischen Fernsehen, ja, aus Veitshülheim. Das soll, glaube ich, kommen. Das ist aber auch ohne Zuschauer oder irgend sowas wieder. Ja, wahrscheinlich. Also aus der Konserve. Ja, wieder keine Politiker Derblecken, ne? Genau, und es ist dann halt nicht ganz so lustig, finde ich. Ja, finde ich auch. Aber ich schaue es mal schon an. Ja, ist so das Köln-Mahns, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Entweder so aber das Fränkische, ne? Das Fränkische Fasching. Das Fränkische Fasching, ja. Wir haben ja den ältesten Faschingszug in Nürnberg, ne? Siehst du, von ganz Deutschland, älteste ist hier. Aber der war ja letztes Jahr auch nicht, oder? Der war nicht und das auch dieses Jahr ist er abgesagt worden. Ne? Also Fasching fällt auch dieses Jahr wieder aus. Ich weiß nicht, in Köln, die haben den ja, glaube ich, verschoben auf Mai, oder? Irgendwie verschoben und die anderen machen dann gar nicht. Oder? Und das die Faschingskrapfen? Ich liebe auch also Krapfen. Also Faschingskrapfen in allen Variationen. Krapfen, ne, müssen wir jetzt auch wieder erklären für unsere internationalen Zuschauer aus dem Rest von Deutschland. Wie heißt ein Krapfen auf Englisch? Donut. Donut? Donut ist das Englische mit dem Loch. Für uns ist er Donut der mit dem Loch, aber Krapfen heißt auf Englisch Donut. Okay. Habe ich auch, weil das habe ich mir nämlich gemerkt. Also, ja. Liebe englischsprachigen Zuschauer, ich wollte aber jetzt sagen, du weißt ja, dass bei uns heißt es Krapfen. Ja, ja. Warst du schon mal in Berlin und hast dann Krapfen bestellt? Das ist Pfannkuchen. Richtig, genau. Ja, Pfannkuchen, da bist du ja bei uns ganz was anderes, ne? Ja, Pfannkuchen ist bei mir, also wirklich... So was Rundes, Großes, genau, ne? Genau, aber das ist ja mein Berliner Eierkuchen, ne? Ja, also das ist doch immer der... Also, und jetzt, wie gesagt, jetzt warst du mal in Hessen und hast dann Krapfen bestellt. Ja, also, da musst du einen Berliner bestellen, als Berliner. Also, du hast Berlin, Hessen hast Berliner, in Berlin hast Pfannkuchen und in Nürnberg Krapfen. Genau. Also jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr irgendwo seid, ne, bestellt am besten Donut. Ja. Das ist überall gleich, ne? Ja, das ist überall gleich. Und da gibt es auch Unterschiede, ne? Manche sind gefüllt, manche sind nicht gefüllt. Manchmal, ne? Wie gesagt, immer so Loch drin, ne? Das Loch ist ja sowieso drin, aber auch, drin, ne? Auch da gibt es ja welche, die sind gefüllt. Aber auch, bei, ne? Bei unserem Krapfen, da ist wenigstens im Loch was drin. Ja, Gott sei Dank, da. Ja, gute Hefenmarmelade, ne? Und aber richtig viel, ne? Ja, für den Hefenmarmelade. Ich mache ja auch den beschwipften Krapfen so, ne? Echt? Ja, so was ist der Bunschkrapfen? Ja, so ein Bunschkrapfen. Ist gut, ja. So mit so einer Rummarmelade. Habe ich heute gesehen bei einem namhaften Nürnberger Bäckerei und dann gibt es einen Krapfen mit einer Spritze dazu. Hast du den auch schon gesehen? Habe ich auch schon gesehen, so das, Corona-Krapfen. Das ist ein Gin. Da ist die Impfung klein mit drin. Da wirst du von innen desinfiziert. Ich habe erst gedacht, das ist Deko oder was? Oder? Aber ist das eine Spritze? Ja, das ist aber auch nicht schlecht. Hätten die Politiker nicht brauchen. Das schauen wir mal, ob wir für die nächste Sendung, ob wir das mitbringen. Ne? Nee, da fragen wir einfach mal, ob die Leute uns sponsern wollen. Ja, genau. Also, weißt du noch, welcher Bäcker ich das ist? Ich weiß, welche. Können wir den gleich ansprechen? Oder? Wir können die Familie Beck. Ah, das ist der große Beck in Erlangen. Ja, genau. Ich bin Herr Beck. Herr Beck, Frau Beck, wir kennen uns ja auch schon.
Ne? Also ich kenne die Familie Beck. Ja, ich auch. Ich habe ne? schon mal was gemacht. Ja, genau. Also wenn Sie hier mal wollen, dass wir einen Ihrer legendären Impfkrapfen... alles? Ja, ich habe das heute gesehen. Ne? Also wir essen das, ne? Ja, der wie man sieht, hält auch den Helm hoch. Harry läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen, hä? Ja, also, ja, also er nickt, ne? Mit, also wir brauchen mindestens dann schon mal so 10 Stück. Ja. Und dann. Weil das ist schon, also so, das macht mir wirklich Laune, so verschiedene Kratzen. Ja. Ich meine, der Klassiker ist natürlich der mit Puderzucker. Lippenmark, ne? Genau. Aber die haben, das ist schon toll. Da gibt es ja alles Mögliche, habe ich gesehen. Da gibt es ja Vampirkrapfen und Schokokrapfen und Nougatkrapfen. Was ist denn Vampirkrapfen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ist da Blutorange drin? Ja, ich habe noch keinen gegessen. Nein, Nougatkrapfen, dann gibt es Gewahrkrapfen, Vanillekrapfen. Genau. Es gibt ja alles Mögliche. Und du hast es ja gelernt, ne? Ja, aber da hat es das noch gar nicht so gegeben, ne? Da hast du halt einfach dem einen Puderzucker mit Puderzucker und Vanillezucker, ja. Puderzucker und groben Zucker und dann hast du noch diesen Punschkrapfen. Und wie hast du, wenn die Marmelade da jetzt reinkommt, ne? Ja. Hast du immer darauf geachtet, weil ich liebe ja, wenn du in einen Krapfen einbeißt und spritzt die Marmelade aus dem ja, ich bin halt so drin, es ist auch nicht gut, ne? Ja, ich liebe also, das. Aber halt wenn es die Marmelade immer so ist, ist es schlecht. Aber wir haben immer so eine schöne Dosierung drin gehabt, das hat wirklich gut gepasst. Der war nicht zu trocken, ja. Das war nicht zu... Weil wenn du natürlich reinbeißt, dann hast du auf lange Klamotten. Ja, okay, das darf auch nicht die sein. Die Marmelade, das ist auch nicht so lustig, finde ich. Ne? Da habe ich ja mal, das weiß ich ja, wie in der Schule war, da war immer, in Schwabach war ich ja, durfte ich auch zur Schule gehen. Nachdem ich in Katzmann war und dann sind wir mal heim zur Bushaltestelle gelaufen, ne? Und da haben wir eine halbe Stunde am Krapfen gegessen. Eine Stunde? Weil alles geht ja, weil der Krapfen so gut war, ne? Der isst ja erst drumherum und immer ein Stückchen. Das geht immer näher zum Marmelade. Ne? Weil wir haben ja nicht viel Taschengeld gehabt. Ne? Ja. Aber Alexander, jetzt haben wir ja schon viel schon geredet. Es ist aber so viel über das Essen geredet. Was wir noch so Sponsoren brauchen könnten, ne? Ja. Sollten wir vielleicht auch mal die erwähnen. Die wollen schon fleißig unterstützen. Das natürlich, ne? Das ist die Firma Lotz, Service GmbH. Ja. Und Michael Lotzrum. Also immer dabei, unterstützt uns, wo es geht. Ja. Arena Parkhotel. Ist auch super, ne? Schlag, genau. Immer für uns da, braucht man gar nicht lange fragen. Natürlich haben wir auch jemanden, der sich um unser Haufen Geld und Gold kümmert, ne? Steuerkanzlei Bremen. Ja, ja. Der sagt, wir können da wenig mehr sein. Ne? Aber der obwohl, da müssten wir eigentlich sagen, dürft ihr wegen mehr für uns sein. Genau, ne? Aber er macht es ja alles super. Ne? Ja. Damit haben wir den noch. Wen haben wir noch? Anwaltskanzlei, ne? Mit Herrn Hollermus. Auch super. Also, ja. Auch, also falls uns jemand verklagen will, ne? Wir haben auch eine gute Anwaltskanzlei. Ja, ein paar machen noch bei uns Werbung, die wollen auch dann noch wen können. Ne? Weil wir großes Herz haben. Ja, das finde ich toll. Also Emil hat ein Restaurant ist bei uns auch dabei. Ne? Ganz toll, ganz und toll. Er hat auch jetzt ein zweites Restaurant, das hat mich auch so schwer getroffen. Ne? Ich muss einmal sagen, wirklich die selber getroffen haben und dass die dann trotzdem so feingeistig sind und die uns unterstützen, das finde ich schon toll. Ja, auch also, beim Christopher Dietz, ja. Auch keine Veranstaltung mehr. Und trotzdem sagt er, komm, ich unterstütze euch. Wir müssen alle leben toll, lassen. Ne? Ja. Aber es ist schon, wie gesagt, nicht so einfach. Und Sport, Alex, Sport. Karlsruhe, habe ich gelesen. Ja, hast du gehört, ne? Abgesagt, glaube ich. Ja, das Corona, Spiel ist abgesagt worden, weil das Team infiziert ist, ne? Und auch beim Basketball sind Spiele abgesagt worden von den Falcons. Zweite Bundesliga Basketball, auch abseits haben wir gerade, sie waren so richtig schön im Flow drin, ne? Ja. Am einen Spiel nach dem anderen. Aber die Ice Tigers haben auch nicht schlecht gespielt, das Jahr. Ja, die wollen besser wie das Jahr, ne? Ja. Sind wir da in den Playoffs, wie man das nennt, dabei? Also, ich kenne Adler Mannheim, die hätten jetzt gegen Adler Mannheim spielen sollen. Vielleicht haben sie da eine Chance. Ich kenne im Eishockey nicht so gut aus. Ich rede es halt immer, ne? Ich freue mich auch, wenn ich gewinne. Fußball kenne ich mir ein bisschen besser aus, ne? Und jetzt vor allen Dingen, wo wieder Zuschauer rein dürfen, ne? Jetzt können die Mannschaften nicht spielen. Das ist echt schlimm. War ja auch Handball. Hast du Handball im Fernsehen gesehen? Ich habe es gesehen, aber halt mitgekriegt. Also, die waren ja alle, hatten noch Corona. Wir haben immer wieder neue Eingänge. Ja, das stimmt, ja, das habe ich mitgekriegt. Ja. Also, dass die Mannschaft immer kleiner geworden ist. Ne? Also, immer neue Spieler, die haben sich gar nicht gekannt. Ich fand das dann schon nicht ganz fair. Ja, ja, das ist. Aber ist dir das aufgefallen? Das war bei der deutschen Mannschaft schon extrem alt, ne? Ja. Bei den anderen Mannschaften haben wir gar nicht so gehört, komischerweise, ne? Das stimmt. Aber weiß man nicht, ne? Wo das wieder herkommt. Wo das wieder herkommt. Ne? Was da passiert, ne? Es ist nicht schön, auch für die Spieler nicht, ne? Na, das ist, vor allen Dingen frage ich mich, wie das jetzt bei den Olympischen Spielen. Ja, da haben sie jetzt auch schon Pläne gefunden, ne? Und in
Also, ob das in China so alles mit rechten Dingen zugeht, ich weiß nicht. Ich habe da aber schon was gehört von Kommentatoren, dass da, ich war ja selber schon mal in China, da ist man ja permanent überwacht. Ne? Und da würde ich jetzt auch nicht mal Hand ins Feuer legen, ob die Tests alle wirklich so sind, wie sie sind. Ne? Und ich, du bist da voll überwacht, ne? Aber auf die Tests. Wenn du ein Favorit bist und du hast auf einmal einen Negativtest, ne? Obwohl die meisten Tests kommen ja aus China, ne? Ja, aber kann man das. Dann kommen sie nie verwegen. Du weißt ja, was ich meine. Also, die Schnelltests, ich weiß. Ob das alles so richtig ist. Ich weiß, was meinst du, ja. Also, da, das ist ja auch so politisch. Genau. Ist schon Ansach, ne? Das ist ja alles jetzt anders, sind, ne? Ja. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist erst im Winter, ne? Das wird auch wieder was Neues. Ja. Aber alles, was Neues, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Ich bin schon wirklich gespannt. Jetzt haben wir ja noch was vorbereitet, ne? Was haben wir denn vorbereitet? Weil ich habe ja einen Neujahrsvorsatz jetzt gehabt, ne? Aber so hast du gerade. Ja, Sport machen. Sport machen, ne? Und da waren wir nämlich unterwegs, ne? Ja, weil wir haben gesagt, wir wollen jetzt diese Sendung noch ein bisschen, nicht, dass wir nur schmarren, sondern kulturellen Highlights erweitern. Genau. Und da haben wir was Schönes für euch vorbereitet, unsere Rubrik für Herzog wird's eng. Jawohl. Und also ich kann euch sagen, es ist wirklich eng geworden. Es ist sehr eng geworden. Ja. Ich würde sagen, ich schon Thomas, ne? Das machen wir jetzt dann fertig. Das schauen wir uns jetzt an. Ne? Dann packen wir jetzt zusammen, machen wir noch weiter. Ja, genau. Ich versuche es auch einmal. Also wir schauen uns jetzt das erste Mal an, ne? Und dann würde ich sagen, dann sagen wir, kommen wir nochmal zum Tschüss sagen. Ne? Ja, dann machen wir jetzt schon wieder Feierabend. Ne? Ich habe auch die Schnauze vorher schon wieder. Nein, ich würde schon, jetzt schauen wir uns erst einmal das an. Achso, jetzt schauen wir uns das an. Verstehst du? Ah, okay, jetzt schauen wir uns erst an. Schauen wir uns jetzt erst an und dann gehen wir mal weiter. Ja, genau. Okay. Also, schauen wir mal, für Herzog wird's eng. Super. Okay. Ah, Alex. Hallo. Hi. Hallo. Schön, dich hier zu haben. Ja, danke. Freut mich. Deine Trainerin heute willkommen zu deiner ersten Probetraining. Okay, glaubst du, dass die Stange mich aushält? Ja, natürlich. Kann es nicht umfallen, ja? Ja, aber erstmal musst du umziehen. Okay, gut, ja? mach ich. Okay. Bis gleich. Und jetzt, na Thomas, hättest gedacht, dass ich das nicht so an der Stange halten kann? Ne? Ehrlich, ich habe jetzt wirklich wegen Angst gehabt, ne? Der Flying Dog. Aber du warst ja wie die Fahne im Bild. Ne? Ich habe die Fahne gemacht, aber wirklich muss sagen, und auch die Trainerin, die war ja so begeistert, die wollte sich ja gleich behalten. Ne? Ja, genau. Ne? Der Alex muss wieder wissen. Ne? Ich sollte vielleicht eine zweite Karriere Table Dance machen. Pool Dance, ne? Ja, der Alex hat schon so einen Buran-Anzug dabei gehabt. Habe ich gesagt, na Alex, also das können wir nicht machen, ne? Unser Kameramann. Ich muss ehrlich sagen an dieser Stelle, alles ist kommen, bloß der Buran-Anzug war leider, den habe ich bestellt gehabt, aber der in meiner Größe ja, war leider nicht. Aber der Kameramann hat schon gesagt, der wird mit drehen, ne? Also ja. Mit dem muss ich nochmal miteinander sprechen, oder? Ja, also das war schon, ach, ich bin ja so froh, aber es war auch so super, ne? Ja. Wie gesagt, ich muss mich auch noch bedanken bei der Monika Grünbacher, die hat uns da ihr Studio zur Verfügung gestellt und ihre Trainerin. Genau. Hat, glaube ich, auch ein wenig Angst gehabt, was wir da so machen. Ne? Dass das Studio noch heil ist. Ne? Also wir haben alles wieder gut verlassen. Ja. War auch alles also noch Corona-konform. Ne? Genau, sowieso. Und es war eine super Sache. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gesehen. Also wenn es euch gefallen hat, ja, wir wollen natürlich das jetzt weitermachen. Für Herzog wird es eng, vielleicht wird es auch mal für den
Herrn Wachner eng und ja. Vorher für uns beide. Also wir sind da gerade so ein wenig am diskutieren. Beim Ideen spinnen, wie man so schön sagt. Austausch, ne? Und ihr dürft uns gerne mal schreiben, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare rein. Ne? Jetzt kommen wir mal wieder zu Herrn Eschenbacher. Ja, genau. Also Herr Eschenbacher, falls also, immer noch vom Fernsehen hocken und uns ja. Zuschauen, ne? Wir würden auch mal in die Tucherbrauerei kommen, ne? Und das Bier testen. Und das Bier testen. Und dann den ganzen Tag, ne? Oder, aber wir machen auch Weinverkostung. Machen wir auch dabei. Machen wir auch Weinverkostung. Ja. Oder, was das wir auch machen können, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben ja den größten Prinzenbitter. Ach ja, den Prinzenbitter. Genau, wir essen uns durch die verschiedenen Brezen. Genau, wir gehen zum Brezen. Also Brezen, ja. Mensch, Herr Kolb, Peter Kolb, Sie kennen mich ja. Und auch die Sandra, ne? Sandra lässt grüßen. Und die Sandra ist ja unser Schneidetechnikerin. Genau. Ich hoffe, sie schneidet es da nicht raus. Aber ich möchte es länger lassen. Also, wenn Sie wollen, Herr Kolb, Brezen hierher. Ja. Ein cooles Tucherbier. Dann brauchen wir eine Stadtwurst. Genau. Vielleicht von Metzgerei Wald. Das ist eine Idee. Ne? Das ist eine Idee, ne? Metzgerei Wald, genau. So, dann hätten wir alles. Und wie gesagt, Goldbahn und Geld, dann machen wir alles. Ja, genau. Genau. Also wir... Gibt auch Rechnungen und Rechnungen, ne? Ja, genau. Wir machen das ganz auch offiziell. Offiziell fürs Finanzamt, wir haben Steuer... auch von Herrn Brehm unterstützen. Genau, freilich. Ne? Das ist ein Kreislauf, der muss erhalten bleiben. Also ne? Sie sehen, Sie unterstützen nicht nur uns, Sie unterstützen auch den Herrn Brehm. Ja, also wirklich den ganzen Wirtschaftsstandort Nürnberg wird Erlangen-Schwabach... Wird unterstützt durch uns. Eggenthal, ne, wird auch unterstützt. So, Alex, ich würde sagen, wir haben schon wieder Kräfte genau. Gezogen. Jetzt war schon eine lange Sendung, ne? Was machst du heute noch? Ich, jetzt schauen wir noch wegen Dschungelcamp, ne? Genau, schauen wir. Weil wir müssen ja dranbleiben, ne? Und dann werden wir auch bald sehen, wer das Ganze wegen Corona mit nach Hause nimmt. Mit und die Damenbäder. Genau, und wie gesagt, wenn ihr noch mehr Franken wisst, die ihr im Dschungel sehen wollt, schreibt es uns auch. Genau, wir ja. Organisieren das. Wir schreiben dann richtig eine Petition an RDL. Die kennt man nicht jetzt so. Genau. Also, bis bald. Wir sehen uns jetzt öfters, Thomas, oder? Ja, Alexander. Thomas, machen wir ein Vergnügen. Für Nürnberg gleich und, sind wir wieder da. Ne? Und wir behalten euch im Auge, gell? Genau, so schaut's aus. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.